So, ich weiß nicht, wo die zwei Fußsoldaten hin sind. Das ist ein bisschen doof, weil die kommen irgendwann wieder. Und dann stechen sie uns ab. Und der Schütze da, der hilft auch nicht gerade. Ja, die kommen jetzt wieder, ne? Moment. Oder doch nicht. Die KI des Spiels ist so, naja. Ich gehe jetzt aber davon aus, die kommen nicht wieder. Da ist er. Hä? Da kann ich nichts dafür. Da ist zu den Ratten gelaufen. Schuldselbe. Kids am Krämpfen, Husten, Schnupfen, sagen sie rollen oder Radfahren gehen können. Ist noch alles in Ordnung. Ja, okay. Solange sie rollen. Was machst du mit deinen Kindern? Rollerfall. Nein. Er wurde ermordet. Was? Nein. Der hat halt einen Helm. Den kriegt man nicht weg. Also gar nicht. Und da wir noch kein Feuer ausmachen können, ist es kein bisschen doof. Mir auch. Jetzt schon. Der kommt jetzt hier hoch, oder? Ja, natürlich kommt er hier hoch. Bleib weg. So, der Bogenschütze muss weg. An den Ratten müssen wir vorbei und dieser eine Soldat, der uns jetzt gleich gesehen. Können um die Ecke schießen. Das ist der zweite Teil. Den ersten Teil haben wir letzte Woche gerade durchgespielt. Ich glaube innerhalb von 4 Streams, also so 4 mal a 2 bis 3 Stunden waren wir durch. Sehr, sehr empfehlenswert. Und der zweite Teil hier jetzt im Moment auch. Außer, dass wir eben an gerüsteten Gegnern noch nicht vorbeikommen. Das ist tatsächlich ein Problem. Oh, kann man den... Also, ihr seid erledigt. Wo ist der jetzt hergekommen? Das ist ja übermies. Also. Ich versuche den jetzt wegzumachen. Was nicht geht, weil er eine schwere Rüstung trägt. Okay.
Der stiefelt uns die ganze Zeit jetzt hinterher. Und wir müssen an den Ratten vorbei. Während wir vor dem hier auch noch fliehen. Haben wir noch ein Messer? Ja, wir haben ein Messer. Also das Messer ist kein Verbrauchsgegenstand, aber an dem kommen wir einfach nicht vorbei. Nö, keine Chance. Erwartet, wenn ich euch erwische! Ihr könnt euch nicht ewig verstecken! Mir kommt da gerade eine Idee. Ist aber eine sehr, sehr miese Idee. Könnte aber klappen. Dazu muss er aber ins Feld kommen. Ja, wir warten kurz, bis er ins Feld kommt. Könnten sich da drüben verstecken. Könnten sie. Funktioniert. Rolk approved. Hat geklappt. Zweiten Teil hast du auch, hast noch nie durchgespielt. Unbedingt mal machen. Das dauert alles zu lang. Pass auf, sonst sind wir dran. Ich weiß. Na, ist es so keiner mehr da, oder? Nö, ich glaube, es ist keiner mehr da. Die Geschichte ist aufbauend, also man fährt im zweiten Teil genau da fort, wo es im ersten Teil aufhört, also so, was haben sie gesagt, also 6 Monate später. Man kann es aber auch als Standalone spielen, also es wird einem erklärt, eben man ist gerade auf der Flucht, man muss wohin, man kommt wo an, beim Jungen bricht wieder die Krankheit aus, aber man muss den ersten Teil nicht gespielt haben. Warm machen. Dem ist jetzt mollig warm. So, keine Gegner, aber Ratten. Moment, wir gehen da mal nachgucken. Kommen wir wieder zurück? Mal schauen, wir gehen einfach mal hin. Footy. Schwefel, super. Dafür. Och, ach, es gibt richtigen Loot, wenn man das schon so macht. Wenn man schon dahin so hinkommt. Aber nee, in dem Fall nicht. Sie kommen raus, ganz sicher.
Moment, da ist eine Tür. Da müssen wir hin, ne? Na gut, dann lassen wir den Looter liegen. Jetzt habe ich gar nicht mehr. Kann genau noch eins herstellen. So. Das reicht nicht, um durchzukommen. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein großes Problem. Moment. Achso, nee, wir haben doch letztes Mal was gelernt. Moment, man kann im zweiten Teil Items kombinieren, was im ersten Teil nicht möglich ist, und man kann hier sowas machen. Und durch. Das war knapp. Ich glaube, hier sind wir sicher. Gut gemacht. Was hast du? Vodor ist hier irgendwo. Alles ist gut. In den vergangenen Monaten, nach allem, was in Guyenne geschehen ist, Ego hatte immer befürchtet, dass es sich wiederholen würde. Aber alles war so schön und ruhig, so friedlich. Also sagte ich zu ihm, dass es vielleicht vorbei ist. Dass wahrscheinlich das Schlimmste überstanden ist. Das haben wir alle gehofft. Aber was sollen wir ihm jetzt sagen? Dass die Ratten wieder da sind? Dass ihr Biss Hunderte getötet hat? Dass die neue Heimat, die er so gern hat, dem Tod geweiht ist? Dafür bin ich nicht bereit. Niemand wäre dafür bereit. Aber bald sind wir doch nicht mehr allein. Uns werden die besten Alchemisten unterstützen. Gut? Gut. Guck mal. Die Ordensloge. Bringen wir diesen Magister Vodor zu Hugo. Falls die Alchemisten noch leben und sie tatsächlich auf unserer Seite stehen und uns helfen. Eine Eingangshalle. Ah, da ist ja unser Rattenfreund. Ich sehe keine Tür, aber diese Eisenglocken. Guten Morgen, sei darauf jetzt. Sind Symbole von Planeten abgebildet. Und in der Mitte ist die Sonne. Die Reihenfolge der Planeten stimmt aber nicht. Wie funktioniert das alles? Jeder Glocke ein Schloss. Ein einziger riesiger Mechanismus. Wir haben aber keinen Schlüssel. Der Schlüssel setzt wohl die Glocken in Bewegung. Aber deine Schleuder könnte reichen. Fangen wir links an. Alles klar. Von links nach rechts lautet die Reihenfolge Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur. Das Symbol für Jupiter sieht aus wie ein Z, wie Zeus. Moment. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wo ist die Glocke für die Sonne? Es wäre Merkur, Venus, Mars, Jupiter. Welches davon ist jetzt Venus? Das links? Also das da oder das da? Eigentlich das da. Thank you.
jetzt? Rechts von Jupiter ist Mars, der Kriegsgott. Ein Schild mit durchkreuztem Speer. Speer, Schild. Mars sollte ein Kreis. Mars, was ist das? Venus ist der erste Planet rechts von der Sonne. Das Symbol ähnelt einer Halskette. Okay. Ein Kreis mit senkrechtem Strich. Andere Weltanschauung. Das müsste Venus sein. Ups. Es kommt Merkur, der Gott des Handels. Er trägt den sich zwei Schlangen wenden. Und fertig. Das sind alle, glaube ich. Ja. Oh, sieh nur. In der Mauer ist eine Tür. Wie archaisch. Gut gemacht. Finden wir diesen Magister. Okay, ich hab's Rätsel anders verstanden. Aber mit Lukas als altem BSGler hat's funktioniert. So, Magister wurde. Was tun Sie? Und was tun Sie nicht? Magister Vaudin, ich bin Amicia de Rome. Die Tochter? Also deshalb ist diese Meute dort unten so still. Der Orden war ziemlich beeindruckt von deinem Kampf gegen die Inquisition in Guyenne. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Als Beschützerin des Trägers ist dies sogar deine Bestimmung. Als was? Als Beschützerin. Weißt du nicht um deine Aufgabe? Moment, ich bin... Und du? Ich bin Lukas, ebenfalls Alchemist. Du bist ein Lehrling. Weiß deine Magistra, dass du dich so nennst? Wen kümmert das? Die Makula ist wieder erwacht. Mein Bruder braucht eure Hilfe und die Ratten sind bereits da. Zügle dein Feuer, Beschützerin. Andere verbrannten darin. Nimm meine Tasche. Sehen wir nach dem Träger. Warum sind die Erwachsenen in diesem Spiel fast durchgängig, aber nur Arschlöcher? Magister, wieso? Wo ist der? Oben. Wie geht es dir? Ich hab Angst. Hugo, das ist Magister Vaudin. Hallo. Wir sollten umgehend beginnen. Ich brauche Ruhe. Mutter, überlass das mir. Schließe Kapitel 2 ab. Kapitel 3. Eine Bürde des Blutes. Lukas, komm, jetzt gleich. Komme. Ich habe Hugo weinen gehört. Was ist? Er hat nicht gut reagiert. Er hat einen Anfall. Was? Mutter, du musst das beenden. Wir kennen den Mann nicht. Amicia, diese Sache musste irgendwann geschehen. Und dieser Mann ist ein ehrenhaftes, hochrangiges Mitglied der ältesten Alchemistenschule. Der Orden kennt die Makula. Hugo ist nicht allein. Ich bin hier. Wir brauchen Nachtschatten gegen das Zittern. Und zwar so schnell wie möglich. Außerhalb der Stadt findest du einen Kräuterkundler. Er lebt am anderen Ende des Metzgerviertels, ganz kurz vor dem Wald. Du wirst ihn sehen. Natürlich. Ich komme mit. Hier bin ich ohnehin nutzlos. Wir haben mal reden. Ich mag die Regendarstellung. Es sieht sogar im Regen richtig schön aus. Es wird einfach immer schlimmer. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber lass Magister Vaudin ein bisschen Zeit. Das ist auch Zeit. Neu. Wir haben Zeitlupe im Inventar. Im ersten geht. Teil ist es nicht. Für seine Tests. Er versteht etwas von seiner Arbeit. Er ist der Beste in seinem Gebiet. Ach, hör doch auf. Er behandelt meinen Bruder wie ein Tier. Nein, wir brauchen eine andere Lösung. Die Insel, von der Hugo träumt. Ein Traum, Amicia. Was sollen wir damit anfangen? Bitte,
Gib ihn einfach noch nicht auf. Mach ich nicht. Aber das reicht nicht mehr. Alle verschwunden.